Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal mit eurem Spooky Five. Und ich muss sagen, das Spiel macht einfach süchtig ohne Ende. Ich habe gerade, also an diesem heutigen Aufnahmetag kommt morgen erst die Folge 3 raus und das hier ist die 9. Folge, die ich aufnehme. Das ist einfach brutal. Es macht einfach Bock ohne Ende. Ja, hier ist nochmal was anderes. Haben wir das hier jetzt irgendwie abgeschlossen oder was? Na, das sind auch so Lagerfeuer, sind wieder Auferstehungspunkte. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter zu diesem Ereignis. Ranger helfen Befreiung. Das ist immer gut. Kriegen wir wieder Dorfbewohner dabei. Machen wir jetzt mal so kleine Nebenquests. Ich weiß nämlich nicht, was die Hauptquest eigentlich ist, muss ich auch gestehen. Ich würde sagen, wir machen mal hier ein bisschen Feuer. Es ist dunkel, unser Wolf begleitet uns. Ja, und wie gesagt, und die Folgen sind eigentlich fast immer jetzt eine halbe Stunde. Ich denke, das ist für das Spiel besser, dass man auch was hinbekommt, weil wir lungern hier viel rum, es gibt viel zu erkunden und wir kriegen eigentlich nicht wirklich was hin, wenn man ehrlich ist. Oh. Was war das? Das war doch auch ein Wolf, oder? Das war kein Löwe. Ich glaube mal, das war ein Wolf. Und deswegen finde ich es besser, wenn man da ein bisschen längere Folgen macht. Ich selber gucke ja auch noch nebenbei ein Let's Play. Immer wenn ich mal ein paar Folgen voraus bin, kann ich mal bei einer Let's Playerin gucken. Die spielt das nochmal ganz anders wie ich. Und das ist auch interessant, das zu sehen. Und das mache ich auch gerne. Es macht Spaß, dort zuzugucken. Und die macht auch so lange Folgen. Und deswegen, das läuft, das geht einfach. Also es lässt sich trotzdem gut gucken. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Wenn nicht, könnt ihr das gerne schreiben. Ich bin ja auch gerne bereit, Kompromisse einzugehen, wenn ihr so lange Folgen nicht gucken wollt. Lieber die 15 Minuten habt, ist das auch kein Problem. Was ist denn hier los? Alter! Habt ihr gerade... Ihr Dreckschweine. Hast du nicht gerade gemacht, oder? Ja gut, wenigstens wart ihr im Zelt und ich brenne wieder. Feuer löschen. Oh. Ja, wir könnten die Fackeln auch. So, wenigstens seid ihr glücklich gestorben. Alter, wer. Hier hat aber einer ganz schön böse rumgekogelt. Verdammt, war ich das? Komm raus hier, Hündchen. Ich fasse es ja nicht, ey. Noch irgendwas hinter verborgenen Türen oder was? Oh, was läuft denn dort? Was ist denn das? Was bist denn du? Ein Zebra oder was? Nee, war kein Zebra, aber ich frag mich, was das war. Habe ich noch nicht gesehen, so ein Vieh. Scheiße, wo ist denn das jetzt hin? Da oben irgendwo, oder? Da rennt's doch. Das will ich haben. Mir jetzt egal, was für eine Mission oder was wir haben. Ich will das Vieh haben. Komm, gib mir mal Bogen. Oh, das wird gerade angegriffen vom Bär. Oh, ja. Hast ja wohl die falsche Bedrohung ausgewählt. Wärst du lieber hier geblieben. Wolf, beiß ihn. Oh, der brennt. Komm weg, Wolf. Oh, scheiße. Oh, fuck, ey. Jawohl. Bear down. Ey, so Bären sind schon wild, ey. Boah, ohne Ende. So, wo hat denn der das Vieh gelegt? Ich will jetzt wissen, was das war. Oh, scheiße, ich will unseren Hund noch retten. Durchs Feuer. Schnell. Ja, wunderbar. Boah. Ist gut gemacht, dich für mich geopfert. Brav. Was ist denn das? Das war ein Wildschwein. Das war aber nicht das, was wir gesehen haben, oder?
Ey, pass auf, Wolfi, hier brennt's überall. Was ist denn das dort? Alter, ich habe hier voll einen Waldbrand verursacht. Fuck. Nur weil ich einen Pfeil auf den Berg geschossen habe. Einen brennenden. Muss man halt noch dazu sagen. Mann, ich frage mich, was das für ein Tier war. Okay, ne, eine Ziege, da brauchen wir jetzt nicht drauf zu schießen. Finde ich jetzt nicht so wichtig gerade. Das, da sind sie doch, oder? Ne, das ist ein Wildschwein. Oh, das war aber schnell tot. War gut erwischt anscheinend. Ne, ein Tapir, ja, das war dann doch so ein Vieh. Stimmt, so heißen die auch. Oh, cool, Tapirhaut. Ja, das ist es. Ich schätze mal nicht, dass die zu Bestien zählen. Aber ist gut, dann haben wir da auch schon mal was. Die brauchen wir ja bestimmt auch für irgendwas. Oh, oh. Ja, versteck du dich in einem Baum. Der Wolf macht den Rest. Kill ihn! Alter. Was hat mich jetzt noch getroffen? Da ist noch irgendwo was. Ach, da. Jawohl, schön Bestienkill. Töte die Angreifer und rette die gefangenen Ranger. So, jetzt müssen wir nur noch die... Wo sind denn die Angreifer? Nur noch, wollte ich gerade sagen. Das stimmt ja gar nicht. Kill him. Ja, die Bestie räumt auf. Wir binden den Ranger auf. Jawohl, Ranger-Ereignis abgeschlossen. Hier kriegst du was zu fressen. Also brav gemacht. Super. Super Leistung. So, jetzt haben wir das Ereignis abgeschlossen. Was kriegen wir dafür? Wahrscheinlich einen neuen Dorfbewohner. Ja, genau. Ja, Population steigend. Nice. Wie sieht's denn aus mit den Pfeilen? Wie viel hab... Falscher Knopf. Aber immer noch nur ein Fähigkeitspunkt. Okay. Ah, cool. Volle Pfeile. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder was upgraden können. Den Speer, den wollte ich eigentlich unbedingt mal upgraden. Es gibt hier so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ohne Scheiß. Das ist aber funny. Das macht richtig Bock. Jetzt gehen wir da hinten hin. Da gucken wir vielleicht mal, dass wir wirklich so langsam nochmal eine Hauptmission oder sowas machen, wenn es sowas gibt überhaupt. Ich weiß gar nicht, wo. Kann natürlich sein, dass wir im Dorf für Seiler, dass das als Hauptmission zählt. Da hinten ist nochmal so eine Daisha-Hand. Die können wir dann auch gleich noch mitholen. Ist das ein Gegner? Ne, das ist ein Verbündeter. Was will der hier von uns? Aha. Befreiung. Einige Udom wollen frisches Rangerfleisch verspeisen. Befreie die Gefangenen, bleibe unentdeckt oder sie werden getötet. Befreite Ranger schließen sich deinem Dorf an. Akzeptieren, es gibt einen Fähigkeitenpunkt. Okay. Erreiche die Gefangenen unentdeckt. Das ist hier irgendwo. Warte mal, wir haben doch eine Eule. Da gucken wir doch mal. Ob wir uns hier irgendwie einen Überblick verschaffen können. Ich sehe momentan nichts. Aber hier muss ja irgendwas sein, oder? Das gibt's doch nicht. Aha, hier. Das hatte schon mal gut geklappt. Die Eule ist auf dem Rückweg, das dauert jetzt ewig.
hätten sollen, vielleicht die Gegner markieren. Ah, da oben ist auch unsere Abklingzeit einsehbar. Noch leben 4 Gefangene. Da unten sind sie. Und da unten ist noch eine Wache. So ein Blitztypi. Besonders gefährlich sind anscheinend. Hi, Dash. Ist hier auch ein Gegner, ja. Upsa! Tut mir leid, dass du da runtergefallen bist. Sorry, dass ich so leise bin, das ist irgendwie bei Stealth automatisch so. Dann bin ich irgendwie... Muss das einfach so sein. Ist ja schließlich Stealth. So, irgendwo müssen doch noch... Sind die Gegner da oben? Warte mal, lass mal die Eule wieder flattern. Da hinten ist er. Ha! Hab Stich! Geil! Ey, das ist so cool mit der Eule irgendwie. Oh, da ist noch ein Gegner. Schön hast du gemacht, Wölfe. Stadtentwicklung, du hast deine Trophy erhalten. Okay. Also ich schätze mal, das war, dass die schon alles gerettet... ich brenne. Ja, die haben schon als gerettet gezählt, obwohl ich sie noch gar nicht befreit habe. Natürlich auch gut. Da steht er, da liegt er, ne? Da wurde vor ihren Augen wurde er von der Eule zerfetzt. So. Alles losgebunden, wunderbar. Also finde ich richtig cool. Finde ich richtig cool mit der Eule. So, und jetzt haben wir hier hinten schon wieder ein Ereignis. Oh komm, da gehen wir auch gerade noch dort. Ach so, warte mal, hier war doch noch irgendwo so eine blaue Hand. Ah, der... Die muss hier irgendwo ja auch in der Nähe sein. Was ist denn da oben noch was? Noch eine blaue Hand, aber eine andere. Komm, kletter hoch. Das ist irgendein anderes Symbol. Guck mal, habe ich jetzt die Keule in der Hand. Würde mich auch mal interessieren, was das ist. Dass eine blaue Hand ist. Aber nicht so wie die... Jetzt ist es auch unten drunter. Wo ist denn das? Weiß nicht, was das sein soll, was das darstellen soll. Vielleicht sehen wir hier auf der Karte genaueres. Da ist das blaue Ding. Höhlenmalerei. Die Überlebensgeschichten, die sich die Venture ganz Ohres erzählen. Belohnung XP. Ah, und sieh dir die Sammlung in deiner Höhlenwand an. Also haben wir hier irgendwo eine Höhlenmalerei. Wahrscheinlich hier irgendwo dran. Okay. Ah, hier. Ah, cool. Guck mal. Ach! Den können wir hier kaputt machen. Mehr bringt uns das aber irgendwie nicht, oder? Wie können wir die dann in unsere Höhle integrieren? Keine Ahnung. Also ich da jetzt nichts gesehen, was man noch machen könnte. Komm, wir schicken mal den Wolf weg. Erstmal ein bisschen alleine rumlaufen nochmal. Dass wir eventuell neue Sachen ja, dann gucken wir, hier müsste noch irgendwo halt tiefer. Hier an dieser Stelle aber tiefer? Wie soll denn das gehen? Da müssen wir irgendwie unten drunter durch kommen. Ah ne, das ist ein Verbündeter. Ach, das ist ja der, den wir da kennengelernt haben. Okay.
Keine Ahnung, wie wir dorthin kommen sollen. Aber die Hand ist doch weg, oder? Diese Höhlen. Nee. Die Höhlenmalerei-Hand ist immer noch angezeigt. Keine Ahnung. Weiß nicht genau, ob wir die irgendwie so triggern können, dass die weg ist. Komm, wir gehen noch einmal reingucken, aber ich glaube, da ist einfach nichts, ne? Nee. Ich weiß nicht. Warte mal, hier. Hier ist die blaue Hand. Hier wird es uns angezeigt. Das heißt, Scheiße, wo geht's denn hier raus? Ich sehe nichts. Ich hab mich voll ver. Alter! Wo waren das jetzt? War wenn dann in dieser Richtung, ne? Ich glaube, das war ein Fehler. Weil irgendwie da ist ja nichts. Weil jetzt zeigt das uns nicht mehr an. Nee, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich wüsste auch nicht, wie wir die jetzt irgendwie aktivieren können. Oder sammeln, wenn man es so will. Lassen wir jetzt vorläufig mal. Mich auch nicht ewig hier aufhalten. Da ist ja auch noch irgendein Ereignis. Was ist denn das für ein Ereignis, bevor wir dorthin stürmen? Belohnung Bewohner und Fähigkeitenpunkt. Bringe eine Gruppe Ranger in Sicherheit. Ah, nochmal Eskorte. Sollen wir machen? Wäre eigentlich ganz cool, ne? Können wir auch wieder ein bisschen was für unser Dorf machen. Dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen unser Dorf. Und dann gehen wir auch zurück ins Dorf. Da können wir nämlich noch das Haus von Saela. Können wir noch verbessern. Beziehungsweise hier ist auch noch irgendwas. Finde und töte gefährliche Gegner und durchsuche ihre Überreste. Belohnung, Waffenrohstoffe. Fähigkeitspunkt, Bonus-XP für Schleichen. Okay. Und wir haben ja schon einen Fähigkeitspunkt eben gerade bekommen, oder? Ja. Jetzt können wir nämlich hier den Sturmangriff von unserer Eule oder die Ausruhzeit machen. Oder wir können hier den Sturzangriff einer Eule kann. Ah, nee, das, damit brauchen wir 3 Fähigkeitspunkte, aber ich glaube, das wäre das Beste, was wir momentan machen können. Dann holen wir uns nämlich zuerst den Fähigkeitspunkt hier. In der Escort-Mission. Da hinten müssen wir hin. Ja, komm, haben wir schon voll, oder? Ja, okay. Hab ich. Schnauze. Wildschweine fressen auch hier einen ganzen Pfeil, ey. In den Kopf, ne? Das ist krass. Ein bisschen robuster. Aber wir haben sie trotzdem beide getötet und das andere ist auch nicht gerade wirklich weit gekommen. Bis hierhin, nämlich. So, dann gucken wir doch mal. Ort entdeckt, schon wieder. Und wieder EP bekommen. Hi, Leute. Ja, ich will euch eskortieren. Nicht exekutieren, keine Angst. So. Müssen wir jetzt aufpassen. Diesmal würde ich gerne mehr als. Und wie viel hatten wir bei der letzten Escort-Mission? Ein oder zwei? Oh, geht doch mal rüber, ey. Jetzt stehen die voll im Weg. Wir könnten auch noch unsere Hilfe hier rufen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Noch Unterstützung mehr. Im Kampf wäre echt nicht falsch. Würde uns vielleicht einen Vorteil verschaffen. So ein Weißwolf, so einen mächtigen. Unser Luna. Hallo Luna. Oh, da hinten ist irgendwas. Und schön reinschießen dabei. Jawohl, super.
Oh, ein Bär hilft uns auch noch. Alter. Bär, hau ab. Oh, komm, stirb, Bär. Oh, ich habe gerade einen von unseren Kumpels geschlagen. Jawohl. Alter, haut mir da noch ins Kreuz. Alter. Oh, ich wollte noch mein Tier retten. Ah, jetzt habe ich noch was gegessen. Komm. Alter, was ist denn hier los? Zur Hölle, es geht hier ab. Alter. Heftig. Hier noch ein Bär rumläuft, ne? Der hat gerade noch gefehlt. So, komm, ich muss bei denen dranbleiben ein bisschen. Es wird heikel. Oh, der läuft schon wieder in Gefahr. Oh, also hier. Oh, cool. Wir haben es ja schon geschafft. Wir haben 4 Stücke gerettet. Jawohl, schön. Alle gerettet. Arschloch. Hast du wohl gedacht, du würdest hier im Wächterteich unentdeckt bleiben, oder was? Kannst du da abschminken. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier auch so ein Totem gibt oder so, wie das letzte Mal. In so ein Dörfchen, da konnten wir irgendwo so ein Totem aufstellen, aber ich glaube, das geht nur in unserem Dorf. Was haben wir denn? Ah ne, das ist schon nächste Missionsziel wieder. So, schön, jetzt müssten wir eigentlich schon nochmal einen Fähigkeitenpunkt haben. Ja, jetzt haben wir 3, komm, dann machen wir jetzt die Attacke auf Elite-Gegner. Erlerne erst die vorherige Fähigkeit. Sturzflug, deine Eule kann nun mächtige Elite-Gegner töten. Wir haben doch die vorherige. Angriff 1. Achso, da müssen wir den hier wahrscheinlich zuerst lernen, oder was? Oder den Abwurf. Weil der irgendwie hier markiert ist. Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Dann machen wir den Abwurf. Lernen wir den Abwurf, dass er Bomben werfen kann. Egal. Auch nicht verkehrt. So, was haben wir denn jetzt überhaupt hier noch so zu tun? Es gibt so viel und... Was ist denn das hier? Ranger-Ereignis Rettung. Töte die Eindringlinge und rette die gefangenen Ranger. Das ist gerade direkt daneben. Ich glaube, das machen wir einfach noch. Und dann gehen wir hier an dieses Leuchtfeuer. Und dann gehen wir in unser Lager zurück. Vom Leuchtfeuer, da haben wir einen Schnellreisepunkt hierher. Wenn wir Glück haben, packen wir das alles noch in der Folge. Wenn ich mich nicht wieder unnötigerweise aufhalte an allem. Aber man kennt mich. Zumindest wer hier den Far Cry LP verfolgt. So, wo sind die denn alle hier? Oh, scheiße, ich wollte einen Takedown noch machen. Oh, geht sogar noch. Boah. Double Team! Mit der Bestie zusammen. Was ist denn mit euch los? Geh weg da. Wir haben schon 25er Bevölkerung. Ging ja hier recht flott gerade. Alter! Hat der mir gerade den Speer die Fresse gerammt. Krass. Komm, lass mich dich durchsuchen. Ich ja, du brauchst momentan nicht geheilt zu werden. Dir geht's ja noch gut. Also haben wir das Ereignis auch geschafft schon. Das ist gut. Dann jetzt zum Leuchtfeuer rüber. Aber wie viele Ereignisse gibt es denn hier? Sie kommen ja laufend neue nach. Jetzt sind wir direkt schon wieder vor einem.
Was ist denn das hier? Schwierigkeit Mittel. Jage Raubtierrudel und die Venture, die Venture bedrohen. Viele EP und Tierhäute. Denkst du, das schaffen wir auch noch? Komm, da stehen wir direkt davor. Wir probieren es zumindest mal. Vor allem entdecken wir jetzt auch noch einen Ort. One, a two, a one, a win, a two. Ja, komm, rede mit uns. Bevor ich dich anstecke aus Versehen. Aufgabe zum Kartenmenü. Geh zum Fluss Wildschweine jagen. Ah, cool, diesmal sagt er auch, wo wir hin müssen. Und es wurde auch zum Kartenmenü hinzugefügt. Das ist hier, oder was? Ne, Höhlenmission. Ja, krieg ich jetzt die Mission? Stammeskonflikt töten, Ranger helfen, Bestien töten. Könnte sein, dass es das ist. Oder das hier. Ja, Schwierigkeitsgrad leicht. XP und Tierhäute, das ist aber das. Viel XP und Tierhäute. Es könnte aber auch das hier sein, ne? Schwierigkeit Mittel, ja, das war es eigentlich auch. Ja, okay, dann ist das aber jetzt auf der Karte. Dann brauchen wir das jetzt nicht zu machen. Gehen wir jetzt zuerst mal an dieses Leuchtfeuer. Und dann reisen wir zurück ins Dorf und beenden die Folge. Wenn das alles so schnell geht, wie ich mir das erhoffe. Ah, jetzt unser Pfeil kaputt gegangen, abgebrannt. Oh, ist das auch noch da oben, ey. Ich hoffe, keine Schlange beißt uns oder so, die hier irgendwo aus dem Busch gesprungen kommt wieder, wie damals. Nach dem Adlerangriff, der Schlangenangriff. Bin ich gar kein Fan davon. Aus diesen von diesen Angriffen aus dem Verborgenen. Mache ich ja selber, aber normalerweise ist das gar nicht so meine Art. Ich spiele normal viel offensiv. Gut, ich spiele auch mit dem Bogen momentan ziemlich offensiv. Aber normalerweise würde ich einfach drauf losstürmen und mit der Keule reinhauen. Das hört sich jetzt rabiat an, aber irgendwie ist das mein Lieblingsspielstil. Action, Action. Und, was ich hier mache mit dem Bogen und so, das ist eigentlich... Ich meine, ich mache das schon mal gerne mit dem Bogen spielen. Auch bei Skyrim habe ich das gerne gemacht. Aber ich spiele ja hier eigentlich ausschließlich mit dem Bogen. Das ist schon krass, aber es macht im Spiel einfach so viel Bock, mit dem Bogen zu spielen. Ich weiß nicht warum. Leute, fragt mich nicht, woran das liegt, aber es macht in diesem Spiel einfach tierisch Bock, mit dem Bogen da rumzuhängen. Ist das ein Gegner? Will das einer werden? Wo ist denn jetzt die Tasche hingefallen? Ah, hier. Kartograf, du hast eine Trophäe erhalten. Schon wieder. Oh Mann. Ziegenkopf-Dämon. Alter, der hat einen Helm angehabt. Konnte ich nicht den Kopf wegschießen. Ich habe ihn voll am Kopf getroffen, habt ihr gesehen? Ja, nochmal ein Fähigkeitenpunkt. Ja, der Wolf räumt auf. Wir brauchen eigentlich gar nichts zu machen, glaube ich. Nice. Guter Junge. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Geh mal rüber. Wir beenden nämlich die Folge jetzt. Ah, hier ist noch Fleisch. Und da ich gerade nichts finde, machen wir es einfach so an. Yeah! 2 von 16 beansprucht. Du erhältst 400 EP und Welcher-Bevölkerung wird auch erhöht. Wieder mal. Sehr schön. Und an dieser Stelle möchte ich danke fürs Zuschauen sagen. Ich reise jetzt noch über Schnellmenü ins Dorf zurück. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Far Cry Primal. Danke fürs Zuschauen. Euer Spooky5. Bye, bye, bye.